Die Idee hinter der Scriptural ist, Literatur und insbesondere Romane in bildende Kunst zu verwandeln. Anders ausgedrückt, die Scriptural durch die vollständige und händische Neuerfassung der Texte macht Bücher zum Bildern. Die Eingebung, dass dass ein Roman nicht nur gelesen, sondern auch einfach angeschaut und genau wie ein Gemälde als Ganzes vom Anfang bis zum Ende bewundert hätte werden können, hat zur Verwirklichung dieser Werke geführt. Im Hinblick auf Technik und Stilistik verwendet die Scriptural die aus der Schrift entstehende Webstruktur, welche das Auge wahrnimmt und die es ermöglicht, figurative und abstrakte Kunst zu schaffen. In diesem Sinne sind der Kugelschreiber und die Tinte das Werkzeug für die Stickerei der Scriptural-Werke, so wie es zum Beispiel Sticknadeln und Garn für die Stickarbeiten sind. Wenn ich das auf eine Zeile schreiben würde, das Roman ist 43 Kilometer lang. Ja. Ich bin Ivan Cangelosi und ich würde mich freuen, Sie bei meiner Ausstellung Painting with Colors and Words am 29. November begrüßen zu dürfen.